Hier haben wir ebenfalls Waffen aus der Shang-Zeit und zwar auf der rechten Seite ein Mao, also ein Speer in einer sehr großen, sehr wuchtigen Ausführung mit einem sehr, naja, dünnem, aber flachen, mit einer sehr dünnen, aber flachen Klinge. Auf der linken Seite haben wir ein Schwert oder ein Messer, wahrscheinlich eher ein Messer, sieht doch relativ klein aus, ein Ling Shou Jian, also ein Messer oder Schwert mit einem Glockenkopf. Und wir sehen unten uns zugewandt so eine kleine Verdickung, die ist durchbrochen gearbeitet und da drinne ist in der Tat so ein kleines, ja, sieht aus wie ein Metallgeflecht, also es ist in der Tat ein kleines Glöckchen wahrscheinlich. In Betracht der Tatsache, dass das linke doch sehr fein gearbeitet ist und das rechte sehr groß und klobig, glaube ich nicht, dass es sich dabei um Waffen handelt, die halt wirklich konkret im Kampf zum Einsatz gekommen sind. Es werden wahrscheinlich Punk- oder Zeremonialwaffen gewesen sein, die man wahrscheinlich als Grabbeigabe höheren militärischen Führern oder Adligen gegeben, mit ins Grab gegeben hat oder die man halt entsprechend bei Zeremonien vorgeführt oder verwendet hat. Wir schreiten nun in der Zeit ein bisschen voran. Hier sehen wir dann auch Schwerter. Ich habe eben schon gesagt, dass eigentlich, ich gehe nochmal ein Stück zurück, damit man das Schild auch insgesamt sieht. Das linke ist leider umgekippt. Wie schon gesagt, waren Schwerter oder Messer insgesamt nicht so besonders verbreitet oder populär. Die hauptsächlich verwendete Waffe war das Ge, das ich eben schon vorgestellt hatte. Aber später, in der Zeit der Streitenden Reiche, als halt größere Heere zum Einsatz kamen, es war halt vorher meistens so, dass die Adligen in Anführungsstrichen unter sich gekämpft haben, während halt später anstelle dieser Individualkämpfe die Kämpfe und Schlachten großer Heere getreten sind, in die halt nicht nur die höheren Adligen verwickelt waren und ihre Konflikte ausgetragen haben, sondern für die halt Soldaten herangezogen wurden. Gut, wir haben hier, wie gesagt, zwei Schwerter, aber es gibt halt nichts Besonderes zu sagen. Das rechte ist halt ein gewöhnlich langes Schwert und das linke ist halt ein Kurzschwert, ein Duan Jian. Jian ist halt die Bezeichnung für lange Schwerter mit ungebogener Klinge. So, dann gehen wir in der Vitrine nach rechts. Das ist leider auch umgekippt, das Schild. Aber es ist nicht so schlimm, denn worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist dieser obere Teil. Jetzt sind wir in der Han-Zeit und am Ende der Zeit der Streitenden Reiche kristallisierte sich halt langsam die Vormachtstellung des Reiches Qin heraus. Und es war so, dass die Zeit der Streitenden Reiche ja bekanntlich eine Zeit kultureller Blüte war, auch insbesondere im Bereich der Philosophie. Und es war halt so, dass es sehr viele Meister und sehr viele Schulen gab, die verschiedene Standpunkte zu verschiedenen Themen hatten, wie zum Beispiel zur Kriegsführung, zur Reichsführung, zum Charakter des Menschen. Es gab auch sogenannte Nungjia, das waren Meister der Landwirtschaftsschule sozusagen. Also es gab halt für alle möglichen Bereiche des Lebens, der Regierung, der Kriegsführung, wie auch immer, gab es verschiedene Schulen, die sich damit befasst haben. Im Staate Qin allerdings schien man sich nicht so sehr für Philosophie zu interessieren, sondern doch tendenziell eher für die Kriegsführung an sich. Und dort wurde im 3. Jahrhundert vor Christus die Armbrust erfunden und es sind damit die frühesten Armbrüste in der
Weltgeschichte. Und hier haben wir aus der Nachfolgendynastie, aus der Han-Dynastie, eine solche Halterung, eine solche Vorrichtung einer Armbrust. Gut, der größte Teil dieser Armbrust bestand natürlich aus Holz und aus Sehnen und hat sich natürlich entsprechend nicht erhalten. Deswegen ist es jetzt leider ein bisschen schlecht nachzuvollziehen. Aber wer sich damit auskennt, weiß, wo oben und unten ist.